Ja, ich habe noch mal eine Frage an Herrn Professor Kluge. Sagen Sie, was ist jetzt eigentlich an dieser Studie, die Sie herausgefunden haben, das Bahnbrechende? Also allgemein als Nichtmediziner würde man denken, jemand, der ins Krankenhaus kommt, jemand, der liegt, kriegt sowieso, wie Sie es gerade sagen, Heparin, das ist eigentlich Standard. Was ist das Überraschende für Sie als Mediziner? Warum ist das auch in dieser kleinen Gruppe schon so signifikant? Ja, das Überraschende ist die hohe Anzahl von Thrombosen. Wenn Sie bei mehr als 50% der verstorbenen Patienten Thrombosen in beiden Beinvenenbereichen führen, und so war es ja, dann ist das absolut überraschend und das kennen wir von keiner anderen Patientengruppe, die verstorben ist. Die Rechtsmediziner mögen mich korrigieren. Und wenn wir vier tödliche Lungenembolien finden bei 12 Patienten, also 33%, und die Schweizer Kollegen haben eine Lungenembolierate von 20% ihrer Untersuchung, dann ist das deutlich mehr, als man bei anderen Erkrankungen sieht, bei schweren Viruspneumonien durch andere Erreger. Selbst bei Krebserkrankungen sehen wir nicht so eine hohe Inzidenz in der Obduktion. Und zeitgleich wissen wir, dass es Patienten gibt mit Covid-19, die akut versterben, zum Beispiel an einem Kreislaufkollaps, ja, die nicht mehr wiederbelebt werden können vom Notarzt. Hierzu gibt es auch ganz gute Daten aus China und aus Italien, dass die Zahl der Kreislaufzusammenbrüche außerhalb des Krankenhauses deutlich angestiegen ist in den letzten Monaten. Und daraus kann man einfach folgern, dass ein Teil dieser Patienten nicht an der Lungenentzündung verstirbt, sondern an der Lungenembolie. Und das ist eine neue Erkenntnis, die wir jetzt erstmal beweisen konnten. Da gab es Hinweise dafür, aber beweisen kann man das nur, wenn man diese Verläufe der Patienten ganz genau aufarbeitet und dann halt in der Obduktion untersucht. Und da ist es halt weltweit die erste Studie, die das jetzt gezeigt hat bei den 12 Patienten und bei den weiteren über 100 Obduzierten. Und insofern ist das relativ wichtig, weil wir daraus folgern, dass wir erstmals eine therapeutische Idee haben, zumindest im Hinblick auf diese Patienten mit der Lungenembolie, indem man dort das Blut verdünnt mit Heparin. Wir wissen natürlich aber nicht, wer von diesen Patienten, die wir jetzt im Moment bei uns auf den Stationen haben oder auch ambulant betreuen, eine Lungenembolie entwickeln wird. Und daher müssen leider alle Patienten wahrscheinlich mit Heparin behandelt werden. Ja, und deswegen müssen wir auch natürlich genau aufpassen, dass wir dadurch keine Nebenwirkungen initiieren.